über den Wuppertaler Ralf Bayer. Ja, hallo. Ein Kollege hat mal gesagt, Wuppertal ist nur halb so groß wie der Friedhof von New York, aber doppelt so tot. Stimmt aber natürlich nicht. Und ich schreibe gerne Mitmachtexte und ich möchte die Jury gleich bitten, wenn ich mit dem Text fertig bin und sage so, dass ihr alle 10 Punkte hochhaltet. Dankeschön. So, ich habe euch eine kleine Liebesgeschichte mitgebracht und fang direkt mal an. Liebe Veronika, zuerst einmal vielen Dank für dieses Gespräch, dass du mir nicht die Chance gibst, die vielen Missverständnisse aufzuklären und deine Hexe vor einer festen Bindung mit mir zu zerstreuen, ist für uns beide ein echter Segen. Vor allem, dass du deinen Urlaub 2 Tage früher als geplant abgebrochen hast, ohne jemandem Bescheid zu geben, ist für uns ein echter Glücksfall. Jetzt müssen wir keine lästigen Besuche von Familienangehörigen oder Freunden befürchten und können uns ganz auf uns konzentrieren. Die Klingel habe ich abgestellt, unsere Handys sind aus und auch der Computer ist nicht mehr online. Diese kostbare Zeit ist nur für uns. Ich kenne dich schon ziemlich genau, weiß, wie du tickst und was du brauchst. Nein, nein, ich kenne dich nicht nur aus deinen Filmen, so naiv bin ich nicht. Ich weiß natürlich, dass du im Fernsehen nur eine Rolle spielst. Ich bin ja nicht geistig behindert. Aber in jeder Rolle steckt doch ein großer Teil deiner Persönlichkeit. Du spielst ja nicht umsonst immer den gleichen Typ im Fernsehen. Ja klar, das ist eine Serie und du bist immer die Kommissarin, das weiß ich auch. Aber mal ehrlich, ganz unter uns, so gut verstellen kann sich doch kein Mensch. Das bist im Großen und Ganzen wirklich du. Natürlich hat es am Anfang unserer Beziehung öfter mal gehakt und eine Menge dummer Missverständnisse gegeben. Aber das ist ja ganz normal. Dass ich zum Beispiel immer deinen Müll mitgenommen habe, fandest du bestimmt ziemlich befremdlich oder sogar beängstigend. Aber du glaubst ja gar nicht, wie viel ich dadurch über dich erfahren habe. Ich kenne jetzt deine Lieblingspizza und weiß, welches Mineralwasser du gerne trinkst. Frag mich nach deinen bevorzugten Wurst- und Käsesorten. Ich kann sie dir nach dem Fettgehalt oder in alphabetischer Reihenfolge rauf und runter bieten. Sogar welche Filme du dir im Kino angeschaut hast, habe ich anhand deiner Eintrittskarten genau im Kopf. Es war keine Überraschung für mich, dass wir haargenau die gleichen Dinge mögen. Wir passen eben ausgesprochen gut zusammen. Bei uns stimmt einfach die Chemie. Die wenigen noch fehlenden Informationen über dein Gefühlsleben und deine Träume habe ich aus deinem Tagebuch bekommen. Natürlich weiß ich, dass man das normalerweise nicht liest. Aber deine Geheimnisse sind bei mir ja bestens aufgehoben. Und der Vorteil für dich ist auch offensichtlich. Ich weiß nun ganz genau, worüber du traurig bist, was dich nervt, zum Lachen bringt oder erregt. Und vor allen Dingen, was du liebst. Ich kenne sogar alle deine sexuellen Fantasien und kann dich deshalb ganz gezielt glücklich machen. Die Schilderung deines Traumas war für mich besonders spannend. Das war ja eine vollkommen detaillierte Beschreibung von mir und könnte gleich mein Zwillingsbruder sein. Spätestens jetzt ist es dir auch klar, nicht wahr? Ich bin der Mr. Right, also ihr. Du möchtest wissen, wie ich in deine Wohnung gekommen bin. Das war wirklich erschreckend einfach. Denk mal an den 3. Juli zurück. Du bist die Treppe hochgerannt, da du dringend auf die Toilette musstest und hast in der Eile den Schlüssel in der Tür stecken lassen. Das war so unglaublich dumm und naiv von dir. Weißt du denn nicht, wie viele kranke Typen da draußen herumlaufen, die nur auf eine solche Gelegenheit warten? Mach das bitte nicht noch einmal, das ist total gefährlich. Zum Glück habe ich dich wie immer im Treppenhaus beobachtet, den Schlüsselbund abgezogen und nur zu deiner eigenen Sicherheit schnell ein paar 2 Schlüssel für mich anfertigen lassen. Nur für den Fall, dass du deinen mal vergisst oder nach einem schweren Sturz hilflos in der Wohnung liegst. Du hast davon ja auch schon profitiert, als du im Urlaub gewesen bist. Wer glaubst du, hat in dieser Zeit auf deine Wohnung aufgepasst, die Pflanzen gegossen, die Zimmer gelüftet und Staub gesaugt? Natürlich, das war ich. Sonst hätten wir uns ja heute auch gar nicht getroffen. Ich dachte ja auch, du kämst erst übermorgen. Also, da bin ich. Wir sind füreinander bestimmt. Das ist dir mit Sicherheit jetzt auch klar. Daran kann auch deine, wie ich finde, total überalte einstweilige Verfügung nichts ändern. Nein, mein Schatz, ich bin nicht sauer auf dich. Natürlich könnte mich oberflächlich betrachtet für einen dieser vielen durchknallten Typen halten. Gibt es da nicht diesen einen, aber ganz entscheidenden Unterschied zwischen mir und den abgedrehten Psychos? Ich liebe dich wirklich.
Apropos Psychos. Ich habe in der Zwischenzeit das Problem mit deinem lästigen Ex für dich geregelt. Jetzt ist für mindestens 6 Monate Schluss mit den nächtlichen Anrufen und nervigen Überraschungsbesuchen. Du glaubst ja gar nicht, was ein paar durchgeschnittene Bremsschläuche, ein Stoppschild und ein LKW für eine Überzeugungsarbeit leisten können. Der Löwenmann wird dich garantiert nicht mehr belästigen. Außerdem hast du ja heute auch mich. Ich passe schon auf, dass man dich endlich in Ruhe lässt. Das verspreche ich dir. Ich werde dich garantiert nie anlügen oder gar verletzen. Aber vor allen Dingen werde ich dich niemals, wirklich niemals wieder verlassen. Darauf hast du mein Wort. Also, mein Schatz, nachdem du jetzt meine Version der Geschichte gehört hast, kannst du dir sicher ganz genau vorstellen, wie sehr ich dich liebe. Lass dir jetzt alles noch einmal ganz in Ruhe durch den Kopf gehen. Wir haben ja genug Zeit. Wenn du dann feststellst, dass du genau wie ich empfindest, und du dir ein Leben ohne mich auch nicht mehr vorstellen kannst, blinzle einfach 2-mal. Dann schneide ich dich los. Dankeschön.